Hallo, guten Tag. Ja. Marcel Kuschner, mein Name, wie geht es Ihnen? Ja, ganz schlecht. Ja, schon. Was geht schlecht? Ja, ist alles scheiße gerade. Ja. Hallo, Rudolf? Was? Marcel ist da. Ja. Und damit ein herzliches Hallo zu diesem neuen Video. Schön, dass ihr alle wieder mit dabei seid. Ja, das Gespräch hier fängt ja heute schon wieder total toll an. Der Marcel ist dran. Super. Und super seriös. Da geht man doch direkt drauf ein. Oh Mann, ihr könnt euch vorstellen, was es heute wieder für ein Anruf wird. Es wird der übliche Finanzbetrug. Naja, wie immer. Aber das Gespräch hier, das ist wie immer einfach nur absolut unterirdisch. Ich wünsche euch viel Spaß mit diesem neuen Telefonat. Wo sind Sie? In der Küche. Wo? In der Küche. In der Küche? Ah ja. Ich rufe Sie von Trading Online, weil Sie haben ein Konto mit 250 Euro eingezahlt. Was habe ich gemacht? Sie haben ein Konto geöffnet bei Trading Online mit 250 Euro eingezahlt. Ja. Ja. Und auch ein Fehler gemacht und Ihr Konto ist blockiert. Aha. Ja. Und nun? Haben Sie Computer, PC, Laptop? Was müssen Sie für Internet für Ihr Konto wieder aktivieren machen? Wieso wieder aktivieren? Ich dachte, das ist aktiv. Nein, weil Sie haben einen Fehler gemacht und ist blockiert. Was habe ich denn für einen Fehler gemacht? Ja, Sie haben einen falsch gekriegt im Konto. Na wieso? Das hat doch der Berater gemacht. Nee. Doch? Sie haben es selber. Nee, der Berater hat das Geld aufgeladen. Ich habe bloß meine Kreditkartendaten durchgesagt. Und haben Sie Computer in der Nähe? Ja. Bei einer Kurzzeit wieder aktivieren machen? Ja, was muss ich denn da machen? Okay. Schalten den Computer oder ist geschaltet? Ja, was muss ich denn da machen? Nutzen Sie eine Desk-Adresse in Ihrem Computer? Was für ein Ding? Ja, geht ja hier wieder absolut seriös los. Ich stelle lauter Fragen und der tolle Mitarbeiter, der antwortet auf keine einzige Frage und macht einfach weiter in seinem Programm. Weil letztendlich geht es bei diesen Anrufen nicht darum, eure Fragen irgendwie in irgendeiner Art und Weise und in irgendeiner Form zu beantworten. Grundsätzlich geht's einfach nur darum, um euer Geld zu bekommen. Anydesk. Nee. Okay, öffnen Sie Google Chrome. Was muss ich denn jetzt machen? Was ist denn... Bei Ihrem Konto aktivieren machen, weil Sie haben einen Fehler gemacht. Sie haben die Passwort falsch geschrieben und ist blockiert. Ja, warum? Das hat er, wie gesagt, ich habe das ja nicht selber gemacht. Das hat ja der Berater gemacht. Oder vielleicht Ihren Berater gemacht, weil ich rufe Sie von von Sicherheitszentral. Mhm. Ja. Ja. Und was öffnen Sie Google Chrome. Ja, warum denn? Was muss ich denn genau tun? Herr. Mhm. Sie oder Ihren Berater hättet einen falsch gemacht von Ihrem Konto und ist blockiert. Ja, dann machen Sie es doch wieder frei. Wie frei? Ja, dann müssen Sie es freischalten, wenn es blockiert ist. Ja, wir müssen ein bisschen Verifizierung machen. Was denn für eine Verifizierung? Möchten Sie für Wiederaktivierung ja oder nein? Oder ja, dann antworten Sie doch einfach blockiert. Auf die Fragen. Ja. Antworten Sie doch einfach auf die Fragen. Wir müssen verifizieren Ihren Daten. Namen und Vornamen und Ihren Ausweis. Ja. Habe ich doch alles schon geschickt? Sie haben geschickt, aber Ihr Konto ist blockiert. Wo Sie haben geschickt? Aha. Weil ich rufe Sie für Sicherheitszentrale und wir müssen Ihren Daten. Ja, dann muss und, ich doch nicht meine... Ihren, dann muss Ausweis ich doch nicht meine... und hättet Ihren Broker. Achso, also geht es jetzt um den Identitätsdiebstahl ja. Oder was? Möchten Sie oder möchten Sie lassen blockieren? Tja, also um das mal hier so zusammenzufassen. Der ruft mich an, weil ich schon ein Konto habe. Und das Konto ist blockiert. Und auf dem Konto habe ich angeblich schon mal Geld eingezahlt. Aber ich habe was falsch gemacht. Natürlich, weil man ja auch was falsch machen kann als Kunde bei den Betrügern. Weiß ich nicht. Ich meine, wenn ihr die Gespräche vorher schon mal gehört habt, also die anderen Gespräche, das machen immer die Betrüger selbst am Telefon. Also die Kontoeinrichtung, die angebliche Kontoeinrichtung. Das klingt hier so, als wäre das schon wieder so eine Masche, der Betrug nach dem Betrug. Das heißt, ihr habt schon eingezahlt und jetzt ruft jemand an und erzählt euch, da hat was nicht geklappt. Ja, und ihr könnt euch ja vorstellen, die wollen nochmal Geld haben. Ja, und das ist hier sicherlich, so wie es scheint, der Grund des Anrufs. Einfach nur noch gruselig. Und freundlich geht, glaube ich, auch anders. Da geht es jetzt um den Identitätsdiebstahl, oder was?
wenn Sie Visa aktivieren heute, Ihr Konto bleibt blockiert mit alles Geld drin. Ja. Ja, und auch mit Ihrem Profit drin. Mhm. Ja. Ja. Öffnen Sie Google Chrome. Ja, muss ich ja erstmal an den Computer gehen. Ja, gehen Sie. Ja. Und wie heißt Ihr Unternehmen, von wo aus Sie anrufen? Ich rufe Sie von Sicherheitszentrale Taxotil hier in Ostrasch. Mhm, okay. Dann geh ich mal an den Computer gucken. Okay. So, und was soll ich da jetzt machen? Nutzen Sie eine Deskadresse in Ihrem Computer oder muss er laden? Nee, das brauchen wir nicht, das Programm. Eine Verifizierung geht ja nicht. Eine Verifizierung macht man ja nicht über AnyDesk. Mit was können wir die Konto wieder aktivieren machen? Weil wir müssen schauen ohne Fehler machen. Ja, müssen Sie mir doch sagen, aber AnyDesk brauchen wir ja nicht für eine Kontoverifizierung. Öffnen Sie Google Chrome, lass mich erklären. Ja, habe ich auf. Also Google Chrome besitze ich nicht, aber okay. Internet habe ich auf. Bin ich jetzt auf Google. Jo, wieder voll rein in die Olga, ne? Ganz genau. Hier haben wir wieder so einen tollen Mitarbeiter dran, der einfach nur ins Telefon bollt. Und ja, so Sachen wie, lass mich doch erklären jetzt hier. Und da, also was denken die sich da? Kann man so Erfolg haben? Der will mich jetzt hier erpressen, dass ich mein Geld nicht wiederkriege, was ich angeblich schon mal eingezahlt habe. Naja, ihr wisst, ich habe da halt natürlich noch nie eingezahlt. Ja, aber was soll denn das? Was soll das hier eigentlich werden? Und vor allem, ich sage eben, zu einer Kontoaktivierung brauchen wir definitiv kein AnyDesk. Aber Öff macht einfach weiter mit seinem AnyDesk und zieht voll sein Programm durch. Also viel illegaler geht's, glaube ich, kaum noch. Aber tja, was will man eigentlich von solchen Leuten erwarten? Ich finde es einfach nur noch ekelhaft und pervers, mit welchen Methoden und Mitteln die da eigentlich vorgehen. Ich meine, ganz gut, dass wir hier mal wieder ein anderes Skript hören und eine ganz andere Vorgehensweise. Naja, aber es macht das ganze System hier von denen ja nicht legaler. Es ist und bleibt einfach nur Betrug, was die hier mit euch machen. Ich gebe jetzt nicht AnyDesk ein. Das passiert nicht. Ja, ich lade mir das Programm nicht runter. Warum schreien Sie mich an? Ja, weil Sie haben selber Ihre Kontoaktivierung machen. Naja, das Konto ist doch schon aktiviert. Nein, ist noch nie, ist nicht aktiviert, weil es blockiert. Sie haben über 5 Mal probiert mit einem falschen Passwort. Nee. Ja, ich schaue den System, alles, ich habe ihn System. Aha, also sind Sie ein Betrüger? Herr, ich habe Ihnen doch gesagt, möchten Sie wieder aktivieren, ja oder nein? Ja, ist ja aktiv, das Konto, ich kann mich ja einloggen, nein, bin ja drin. Nein, ist blockiert mit Ihren Kindern. Nee, ich bin drin, es geht. Schau, das System. Ja, es geht ja, es funktioniert, ich bin drin im Konto. Ja, Ihr Konto ist blockiert. Nee. Vielleicht Ihr Computer ist kaputt. Nee, mein Computer ist nicht kaputt. Ich glaube, dass Ihr Skript einfach nur billig ist. Weil verarschen lasse ich mich nicht, mein Konto ist aktiv. Vor allem, wer soll das jetzt noch glauben? Der erzählt mir hier, mein Computer ist kaputt und ich sage, ich kann mich aber einloggen und ich bin drin in deren Plattform. Und der sagt, der Computer ist kaputt, geht nicht. Hä? Versteht es noch irgendeiner? Das ergibt ja nicht mal irgendwie in der Wurzel Sinn, was der hier versucht. Haben die überhaupt ein vernünftiges Skript oder ist der einfach nur, weiß ich nicht, hohl? Oh mein Gott. Also das mit dem Feldweg und der Zimmertemperatur, das wird hier auf jeden Fall Anwendung finden bei dem tollen Anrufer. Doch. Ist nicht aktiv. Doch, ist aktiv. Ich kann ja darauf zugreifen. Ich bin doch eingeloggt. Ich bin jetzt in meinem... Hallo, ich bin jetzt in meinem Konto eingeloggt. Auch. Ich bin drin. Es geht. Hab Zugriff. Ganz normal. Nein, ist doch. Geht. Okay, wir schauen bei AnyDesk. Machen Sie den... Nein, ich lade kein AnyDesk runter. Das ist ein Programm, was nur die Betrüger benutzen, um Identitätendiebstahl zu betreiben. Mehr nicht. Also seid ihr Kriminelle, die jetzt hier bei mir anrufen und versuchen schon wieder Geld zu bescheißen oder wenigstens irgendwelche Daten zu klauen. Mehr Grund hat dein Anruf nämlich garantiert nicht. Was meinen Sie? Ja, so wie ich es gesagt habe, meine ich's. Du bist ein Betrüger. Du bist ein Betrüger. Nein, du bist ein Betrüger. Du bist ein Betrüger. Nein, du bist kriminell. Du hast selber die Konto blockiert. Nee, hab ich nicht. Ich bin ja eingeloggt. Ich bin drin. Okay, vergessen Sie Ihren Geld. Nö, vergesse ich nicht. Du bist ein Betrüger. Vergessen Sie Ihren Geld. Du bist ein Betrüger. Vergessen Sie Ihren Geld. Soll ich dir mal was sagen? Soll ich dir mal was sagen? Ich habe noch nie Geld eingezahlt. Also wie soll ich was auszahlen, wenn ich noch nie Geld eingezahlt habe? Betrüger, du bist nichts anderes als ein Betrüger. Es gibt kein Konto. Schau, ich
scheißegal bei Ihrem Konto, vergessen Sie Ihren Geld. Du bist lächerlich. Nein. Doch, ich habe nie Geld eingezahlt. Nie. Ich habe nie Geld aufgeladen. Nie? Nein, nie. Noch nie. Sie haben mit 200... Nein, habe ich nicht. Hab ich nicht. Nein. Du bist einfach nur ein Betrüger, der jetzt versucht, ein billiges Skript vorzulesen. Das ist einfach nur peinlich, deine Abzockversuche. Ja, und hier frage ich mich, was macht er jetzt eigentlich noch am Telefon? Ich meine, jetzt müsste er es doch eigentlich mal langsam begriffen haben, dass er mich hier nicht bescheißen kann. Vor allem finde ich es ja total geil, dass er mit mir hier streiten will, dass ich angeblich Geld eingezahlt habe, wobei ich es ja nie getan habe. Und er bleibt bei der Meinung. Und wenn ich ihm sage, ich hatte nie Geld eingezahlt, was bringt ihm das denn jetzt eigentlich überhaupt? Also sind die so verzweifelt, dass sie Kohle brauchen? Ich weiß es nicht. Also ich finde es einfach nur noch beschämend und bestürzend, dass es solche Menschen gibt mit so einer unterirdischen Zimmertemperaturintelligenz. Das ist doch nur noch Wahnsinn. Und solche Leute wollen euch bescheißen? Na dann Prost Mahlzeit. Ja, lächerlich. Du bist sowas von lächerlich. Gleiche wie Sie. Ja, lächerlich. Ja, wir versuchen ein Dom, gleiche wie Sie. Ja, genau. Und du bist ein Betrüger. Ja. Krimineller. Ja. Ja. Du gehörst auf jeden Fall ins Gefängnis. Russisch, ja, das ist mir doch egal, ob du Russe bist. Auf jeden Fall gehörst du ins Gefängnis. Aus und, ja. Du gehörst ins Gefängnis. Dich sollte man einsperren und nie wieder rauslassen. Nie wieder sollte man dich rauslassen. Ja, ich bin ein russischer Mann und ich komme bei Ihnen aus und Ihnen fliegen. Ja, mach dich nicht lächerlich. Du bist einfach nur peinlich. Ja, hallo? Ja, du bist nur peinlich. Herr Penner, möchten Sie Ihren Konto aktivieren, ja oder nein? Mein Konto ist aktiv. Nein. Doch, und du bist ein Betrüger. Herr Penner. Ja, du bist nur ein Betrüger. Herr Penner, hören Sie mir zu. Nee, eigentlich versuche ich dir nicht zuzuhören, weil da kommt ja nur Müll raus. Ja, wie habe ich Ihnen gesagt, ich komme nach Russia und morgen, ich bin in Ihrem Haus. Bist du ein bisschen bescheuert, ne? Ja, 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 genau. Du bist total bescheuert, du bist so lächerlich, ne? Du bist so lustig. Du bist nichts. Du bist nichts anderes als ein kleines Kindergartenkind. Einfach nur ein Kindergartenkind. Du bist einfach nur noch peinlich. Ja. Und du findest das seriös, ja? Dir soll jemand vertrauen? Aha. Du bist einfach nur lächerlich. Deine Frau morgen starken Sex. Ich hab gar keine Frau. Ich hab einen Mann. Sie haben einen Mann? Ja. Du bist ein Schwul? Ja. Nennt man homosexuell. Wie ein... Aber immerhin bin ich keine ekelhafte Kakerlake, die Leute verarscht. Ja, ein alter Mann ist ein Schwul. Penner, Herr Penner. Hallo, Penner, hören Sie mir zu. Wir müssen ein bisschen sprechen. Deine Frau ist zu Hause? Wie gesagt, ich habe keine Frau. Sie haben keine Frau? Deine Mutter oder deine Tochter? Ja, habe ich auch nicht. Brauche ich nicht, will ich nicht. Was wollen Sie? Wollen Sie einen Mann? Nö, ich habe ja einen. Brauche ich ja nicht noch einen. Ich hab... Hallo? Ja. Möchten Sie einen afrikanischen Mann? Nee, das brauche ich nicht. Ich habe ja schon, bin ja schon versorgt, ich brauche ja nicht noch mehr. Was brauchen Sie? Ja, brauche ich gar nicht. Hab ja schon. Sie haben einen Mann. Schwarz oder was? Tja, dein Problem. Deine Frau. Nee, nix Frau. Hallo? Ja, was denn? Herr Spul, wo sind Sie? In der Küche. In der Küche, was machst du? Jetzt aktuell mache ich gerade Waschbecken sauber. Fisch oder was? Was? Nee, Waschbecken. Und morgen, Sie, was von uns, Sie sind zu Hause oder was? Oh Mann, bist du primitiv. Also, dass die netten Betrüger hier wirklich nichts in der Birne haben, das wissen wir ja auch ohne schon, dass die hier anrufen. Ich meine, einfach nur Wahnsinn. Sowas ruft bei euch zu Hause an, um euch dann noch ein bisschen zu beleidigen, nur weil sie aufgeflogen sind und dieser absolut billige, schlechte Betrug überhaupt nicht funktioniert hat. Das weiß ich nicht.
Das Schlimme ist halt tatsächlich, dass Menschen darauf reinfallen. Und ich kann euch nicht sagen, wie das funktioniert und zustande kommt, wenn so jemand anruft. Also ich kann mir immer nur wieder vorstellen, dass es da auch Leute gibt, die gar keinen Erfolg haben, und der gehört definitiv dazu. Also ich weiß es nicht. Ich bin immer nur wieder verwirrt und schockiert und absolut erschüttert, wenn sowas anruft. Es ist Wahnsinn. Du bist ganz schön primitiv. Morgen. Was machst du? Da geht dich doch nichts an, was ich morgen mache. Ja, weil ich komme bei Ihnen. Nee, da lache ich mich dann über dich kaputt morgen. Das werde ich machen. Oh. So lächerlich. Du bist ein altes Wut. Du bist einfach nur lächerlich. Okay, Herr Schwul, ich wünsche für Sie alles Gute. Das wünsche ich dir nicht. Und sieht deine Frau, deine Mutter und ja. Ja, nee, das passiert ja nicht. Deine Mutter ist gestorben? Nö. Okay, geben Sie mir ein Feindchen machen. Was? Deine Mutter. Was ist damit? Du Fick machen. Was? Ein Ficken? Nö, das ist eklig. Ich meine, wenn du auf alte Frauen stehst, kannst du dir ja gerne alte Frauen nehmen, aber da habe ich nichts mit zu tun. Ja. Ich finde das eklig. Jetzt schon mit deiner alten Frau. Du magst Inzest, kann das sein? Aber das spricht ja dafür, woher du kommst. Aus einem sehr, sehr schlechten Haushalt. Bisschen eklig, ne? Okay. Aber da sieht man, dass deine Intelligenz nicht gerade groß sein kann. Dein Mutter wo ist? Tja. Hä? In Küche? Ist eigentlich nur peinlich, was du da so am Telefon abziehst. Wo ist dein Mutter? Schämst du dich dafür manchmal, was du da so für einen Job machst? Deine Mutter wo ist? Ja, ich glaube, du solltest dich wirklich ein bisschen was schämen. Deine Mutter! Ja, und was mit deiner Mutter? Deine Mutter, wo ist deine Mutter? Ich kann ja mal deine Mutter ficken, was hältst du denn davon? Deine Mutter, geben Sie mir deine Mutter. Nö, meine Mutter wohnt ja nicht bei mir. Okay, geben Sie mir die Adresse von deiner Mutter. Nö, das kannst du vergessen. Du kannst mir ja die Adresse von deiner Mutter mal geben. Ich komme morgen in Ihren Haus. Das ist doch eh lächerlich, du weißt ja nicht mal, wo ich wohne. Deiner. Findest du auch gar nicht raus. Das ist einfach nur eine Kakerlake und peinlich. Herr Benner. Schon peinlich, was er da so macht, ne? Alles gut. Naja, aber wenn man sonst nichts Anständiges in seinem Leben schafft, dann versucht man es halt als Betrüger, ne? Und dann wird man halt da hops genommen. Benner. Ja. Tschüssi, Herr Benner. Kannst du eigentlich auch ein paar andere Wörter, oder ist dein Sprachbudget so begrenzt, dass nur Penner funktioniert? Ja. Sie, ja. Genau, also ist dein Sprachvolumen sehr begrenzt, das merkt man. Hallo? Ja. Sind Sie da? Ja, ich bin da. Möchtest du denn noch Schönes? Herr Schlampe. Ja? Kennst du den Dennis Wilson? Hallo, Herr Schlampe. Ja, kennst du den Dennis Wilson? Hallo, Herr Schlampe. Also scheinbar nicht. Intelligenz ist wirklich stark begrenzt. Also immer nur das Gleiche so zu erzählen, ist ja auch langweilig, oder? Bist du, Herr Schlampe. Habt ihr wenigstens ein schönes Callcenter? Ja, bist du, Herr Schlampe. Das geht dich nichts an. Okay, Herr Schlampe, tschüss, bis morgen. Ich komme bei Ihnen. Ja, naja, dann rufst du morgen nochmal an, ja? Ja, bei Ihnen ficken. Genau. Machst du dein Papa sauber? Ja, und morgen ich ficke dich. Das glaube ich aber weniger. Morgen ich ficke dich. Vorher kriegst du einen Elektroschocker zwischen die Beine. Morgen ich ficke dich. Ja. Genau, dann gucken wir mal wieder auf den neuen Elektroschocker reagierst, auf den Nimbus 3000. Morgen ich ficke dich. Genau. Mensch, so viel geballte Intelligenz. Sind die anderen Kollegen von dir auch so schlau? Ist mir scheißegal. Ja, merke ich. Morgen, ich komme bei Ihnen. Ja, du hast ja nicht mal die Adresse. Ja, also dazu fällt mir gar nicht mehr so viel ein. Einfach nur noch komplett unterirdisch und ja, also wie gesagt, das Niveau, das schaffen wir hier immer weiter nach unten und wird eigentlich irgendwann hier gänzlich abgeschafft, glaube ich. Ich weiß es nicht. Also das hat Erfolg und vor allem, weiß ich nicht,
Wo hat denn der seine Gehirnzellen gelassen? Ich meine, dass die da alle komplett besoffen und Drogen nehmen da auf Arbeit, das haben wir ja nur schon mitbekommen. Und weiß ich nicht. Also, mir fällt dazu nicht viel ein. Tja, schreibt gerne mal in die Kommentare, was ihr bei solchen Anrufen machen würdet, wenn euch so einer anruft. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ihr kennt die Geschichte mit dem Däumchen. Ein Däumchen wäre ein Träumchen. Ihr seht jetzt hier noch eine schöne Playlist mit ganz vielen weiteren Videos auf dem Kanal. Die Welt ist böse. Passt auf euch auf. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.